Meine Lieben, also ich mache heute so neumodischen Kram, habe ich jetzt von Luise Heinze gelernt, das heißt V-Log. Also, das heißt, heute werde ich nicht kreativ, ich möchte euch so ein paar Sachen erzählen. Also, heute ist ja der Tag, nachdem ich jetzt gesehen habe, wie Luise Heinze das Monster gebändigt hat, die Bestie gezwungen hat. Und es gab halt so drei Sachen, die mir am Herzen liegen, die ich euch erzählen wollte. Einmal Danke sagen, auch ein bisschen so. Dann hat Luise ja in ihrem V-Blog so ein paar Fragen aufgeworfen. Und das eine bei. Also die anderen könnte ich ja noch so stehen lassen. Aber die eine, die kann ich nicht stehen lassen. Und sie hat mir die Frage im Video gestellt. Da muss ich natürlich auch im Video antworten. Ich bin mal gespannt, wie ihre Antwort darauf ist. Gucken wir mal. Und dann ist es so, dass ich habe ihr jetzt in letzter Zeit, es sind doch viele Abonnenten dazugekommen. Und ich dachte, ich zeige euch ein bisschen, welche Projekte ich in der Pipeline habe, was ich so plane. Da müsst ihr teilweise ein bisschen Geduld haben, weil, ja, ich muss die Videos drehen, ich muss die bearbeiten. Ich habe da einiges am Videomaterial auch noch liegen, was nicht bearbeitet ist. Also kommt dann alles. Also, erstmal muss ich euch ganz, ganz lieben Dank sagen. Also es ist ja echt unglaublich. Ich war ja so wirklich nervös, aber im positiven Sinne. Und mein Mann hat dann immer gesagt, na, sind Sie schon da mit Ihren Mistgabeln und Fackeln? Weil er dann immer sagt, ja, was soll denn Böses passieren, ne? Und ich muss sagen, er hat ja völlig recht. Ich habe ja einige neue Abonnenten dazu gewonnen. Und ich bin wirklich überwältigt von euren lieben Kommentaren. Das hätte ich gar nicht erwartet. Ich bin dann auch nicht ganz so zügig hinterhergekommen, wie ich wollte. Die von gestern zum Beispiel habe ich noch, muss ich noch alle beantworten. Ich hoffe auch, dass ich da keinen übersehen habe, wenn da jetzt eine Frage war oder so, weil ich bin technisch dann noch nicht so fit. Ich muss mich da echt noch mal mehr eingrooven. Also ganz, ganz lieben Dank. Ich muss sagen, ich bin da wirklich überwältigt gewesen und ich dachte so, boah, das war ja schon so. Ich weiß nicht, klingt vielleicht blöd, aber so ein bisschen Rockstar-Feeling so. Da kommen auf einmal Leute, oh, das ist toll und so und echt so cool. Und ich muss auch sagen, ich möchte mich natürlich auch bei Luise Heinze bedanken, weil dieses Projekt einfach großartig, dass ich auch irgendwie dadurch gezwungen war, mich mal an eine Signatur ranzuwagen. Ich muss auch sagen, ich habe da echt Blut geleckt. Also es hat super Spaß gemacht, die Signatur zu machen. Und da wird noch mehr kommen. Aber da ich, ja, ich sehe mich, was einige Dinge ansieht, halt noch an Anfänger. Also sowas wie dieses Monster da zusammenzubringen, zum Buch hätte ich nicht geschafft. Und es gibt, aber ich muss auch sagen, das finde ich ja das Großartige. Ich habe jetzt halt durch dieses Experiment von allen, die daran teilgenommen haben, ja die Videos gesehen. Und da war so viel Inspiration. Ich muss die nochmal gucken, mir Notizen machen. Und für mich ist es auch spannend, gerade wenn ich was noch nicht kann, weil dann gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Und das Gefühl habe ich schon. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich da in 10 Jahren noch sitze und sage, Mensch, da habe ich nicht dran gedacht, das könnte man noch machen. Und es war auch einfach. Und ja, ich sage auch Mädels,
Das war auch einfach eine ganz tolle Erfahrung mit den Mädels. Das hinter den Kulissen hat echt total Spaß gemacht. Ich habe teilweise, also musste ich da wirklich so lachen wie lange nicht mehr. Also total genial. Wenn ihr die Chance habt, sowas zu machen, macht das auf jeden Fall. Ich versuche das jetzt nicht zu lang werden zu lassen, das Video. Wollte ich noch auf Luises Heinze Fragen eingehen. Also, die eine Frage, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beantworten soll. Und werde ich ja öfters gefragt, woher kommen deine Ideen? Ich glaube, es könnte sein, dass ich halt vielleicht auch ein bisschen anders in die Welt reingucke. Also, ich versuche das mal hier an so einem kleinen Beispiel zu zeigen. Zum Beispiel hier, das sind hier so Kleckse. Und für mich sind es aber keine Kleckse, sondern ich muss gucken, wo das ist. Das hier ist eine Frau, die hier dieses Viech hochhält. Das ist ein Fisch oder ich weiß das nicht genau. Und so sehe ich das. Also ist auch wirklich so. Ich glaube, bei so einem Kleckse-Test würde ich dann halt sagen, es gibt ja beim Psychiater diese Kleckse-Texte, da würde ich sagen, geben Sie mal meinen Stift, dann zeige ich Ihnen mal, was ich sehe, damit Sie das auch mitkriegen. Und im Prinzip habe ich das auch gemacht. Ich habe hier so eine Karte gemacht. Wer mir auf Facebook und Instagram folgt, hat die auch schon gesehen. Ich mache ja bei dieser iCard-Challenge mit, mache im Moment jeden Tag eine Karte und wie ihr dann auf solchen Klecksen sowas machen könnt und was ich da sehe, erfahrt ihr dann in dem Video. Das kommt demnächst. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das schaffe, aber versprochen, das kommt. Das ist schon abgedreht und ich, ja, ich muss dann erstmal Platz auf meinem Rechner schaffen, um die Daten auf den Laptop zu bringen. Ich meine, Festplatte ist nicht so groß. So. Das wäre jetzt schon mal die eine Sache. Und das andere ist, sprechen wir mal über das Embossen. Also es klingt vielleicht komisch, aber also ich bin jetzt ja auch schon einige Jahre, sage ich mal, in der Stempelszene unterwegs. Ich stempel und dann bin ich ja immer noch ein Anfänger. Und am Anfang dachte ich, ja gut, da werden vielleicht ein paar Leute, die mich kennen, die stempeln, das hier gucken. Und die können alle embossen, die wissen das alle. So, und deswegen ist aber gut, dass Luise das nochmal gesagt hat, mir das auch jemand in den Kommentar geschrieben, dass das ganz gut wäre, wenn ich euch dies mit diesem Embossen mal zeige. Das heißt, es wird ein langweiliges Theorievideo, weil ich würde euch dann ganz gerne ein bisschen erzählen, wie Embossen funktioniert, was ihr dafür braucht, welche Materialien ich benutze, was ich euch da empfehlen würde und natürlich auch ein paar Spartipps. Das würde ich, also das Video muss ich noch drehen, werde ich auf jeden Fall machen und auch an dieser Stelle, wenn ihr in meinen Videos, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, so sag mal, wie geht das denn mit diesem Embossen oder dies oder das und jeder was wissen möchte, schreibt mir einen Kommentar. Dann können wir ja vielleicht da ein bisschen in der schreiben. Und dann gucke ich schon, dass ich auf eure Wünsche eingehe. Weil mein Problem ist, ich kann nicht einschätzen, was für euch interessant ist. Weil wie gesagt, also bei den Stemplern so embossen, ich glaube, ich erzähle euch das ja. Mein Mann ist ja frech. Habe ich ihm das erzählt, so ja, im Bossing-Video, dann war er so ein bisschen am Grinsen. Und dann hat er gesagt, ich soll meiner einen Freundin, von der, die ich immer frage, wenn es um Embossen geht und mir Tipps hole und welches Pulver und so. Und dann sagte der so, ja, dann schick ihr das mal. Und ich so, ja, damit sie dann was zu lachen hat, ne? Ja, es ist ja auch so, mit dem Tremor ist Embossen dann für mich ein bisschen schwieriger. Das heißt, ich werde dann auch drauf eingehen, auf die Besonderheit, wenn ihr halt keine ruhige Hand habt.
So, und was man halt noch bearbeiten, wie man arbeiten kann, wenn man das hat. So, so viel zum Thema Bossen kommt, ist auf der Liste drauf. Und ja, da muss ich jetzt mal kurz Luft holen. So, ist die Frage zu beantworten. Also ich habe dann auch echt gegrübelt, wie beantworte ich diese Frage, weil mich das so ein bisschen angepikst hat. Ne? Dann sagt Luise, magst du denn mein Papier, Sonja? So. Und dann dachte sie, wie kommt sie denn darauf? Ich arbeite super gerne mit ihrem Papier. Ich zeige euch jetzt schon mal was, ein kleiner Spoiler. Also wer das nicht sehen will, schon mal Augen zuhalten, sonst kurz. Ich habe, nachdem die Signatur fertig war, hier dran gearbeitet. Also, das hat halt mega Spaß gemacht, dieses Junk Journal zu machen. Und ich taste mich ran, dass jetzt so ein Journal, was einsignaturig wird. Ausgangspunkt ist das Papier von Luisa Heinz, das Steampunk-Papier. Und in Planung, in meinem Kopf zumindest, und ich habe auch schon ein paar Seiten ausgedruckt dafür, ist ein Alice im Wunderland Junk Journal. Ich habe da auch schon ein, zwei Ideen. Ich werde für dieses Journal, glaube ich, habe ich mir jetzt so vorgenommen, nochmal die Videos von den anderen angucken, von diesem Junk Journal Experiment, werde mich dann wirklich mit einem Notizbuch hinsetzen, um die Ideen richtig professionell klauen zu können. Und dann noch halt so ein Alice im Wunderland Album, wo ich dann erstmal anfange mit dem Papier von Luisa Heinze, weil ich auch sagen muss, ich fand die Herangehensweise jetzt auch halt cool, dass ich einfach sage, ich suche mir jetzt zwei Blatt raus, die ich cool finde. Und darum herum mache ich jetzt mein Junk Journal. Und da ich ja auch, ich würde sagen, fast, ich bin ja ein Nephobiker. Also mit Nadeln da irgendwie Signatur rein. Deswegen habe ich gesagt, mache ich erstmal so mit einer Signatur. Ist vielleicht ja auch für die Anfänger unter euch eine Geschichte, wo man sagen kann, so, hey, ich mache dann erstmal eine Signatur, ich mache ein ganz einfaches Cover, erstmal den C rein, ein bisschen was kreativ machen und dann gucken, dass man so einen dicken Wälzer macht. Aber ich glaube, ich weiß, wo der Wind herweht bei der Frage, weil, ja, Luise, da müssen wir jetzt mal reden. Ich bin ja fremdgegangen. Ich habe ja anderes digitales Papier da benutzt bei dem Projekt, damit ich meine Collage-Geschichten machen kann. Weil. Das ist halt, also sagen wir es mal so, ich weiß jetzt nicht, was der klassische Junk Journal, aber ich glaube, ich werde nie ganz der klassische Junk Journal werden wahrscheinlich, weil dafür bin ich zu sehr Stempler, Art Journal, Geschichten und so weiter. Und was so für mich so ein Wermutstropfen war, wirklich, ich hoffe, war, dass ich, um eine Signatur zu machen, der ich wirklich meinen Stempel ausdrücken kann, ich dann noch zu anderem Material greifen musste. Und warum, Luise? Weil du noch kein ordentliches Set hast unter dem Thema Paper Dolls. Also, und auch wenn ich jetzt wie so kleiner Terrorist klinge, also ich bin der Meinung, das müsstest du mal ändern. So, ihr wisst ja, ich zeige euch mal was. Ich mache ja, ich greife jetzt mal einfach was hier. Ich mache ja solche Collage-Sachen, das macht mir total viel Spaß.
Und Luise, ich würde mir wirklich wünschen, dass du da ein Set oder Sets machen würdest. Und ich erkläre ein bisschen, was ich damit meine. Zum Beispiel, ich habe ja dieses Fliegenpilz gemacht, habe dann auch Flügel aus anderen Sets genommen, weil mir wäre das zu aufwendig gewesen, muss ich ganz ehrlich jetzt gestehen. Jetzt zum Beispiel den Schmetterling mir jetzt auszudrucken, jetzt noch kleiner, dann nochmal und so weiter. Und mein Traum wäre wirklich, also ich finde, also die Farben sind so der Hammer. Und der ist wunderschön. Jetzt zum Beispiel, du machst so ein Set, wo wirklich nur Schmetterlinge drauf sind, die man dann halt für Flügel halt nehmen kann. Und natürlich, dass man die auch nehmen kann, einzeln, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt so auf die Signatur halt draufbringen. Also, weil ich finde zum Beispiel hier auch den hier. Guckt euch mal die Farben an und so. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich hier zum Beispiel, was ich da hier auch sehe, ist das hier. Dieses Schwarz-Weiße. Das kann man auch schon wieder als Körper machen. Hier ein paar Beine rein, Arme, Kopf, hat man eine Figur. Sowas würde ich mir wünschen. Und zwar ist es auch so, ist jetzt meine Erfahrung, ich brauche sowas eigentlich in drei Größen. Das wäre so perfekt, wenn das in drei verschiedenen Größen zum Beispiel drauf ist. Dass ich weiß, so, ich mache zum Beispiel, ich mache ja Albumcover. Da brauche ich was Größeres. Wenn ich im Album muss, das ein Tick kleiner. Ich mache Karten, ich mache auch ATCs. Und da brauche ich unterschiedliche Größen. Also zumindest was die Flügel angeht, wäre das echt genial. Dann brauche ich Beine. Wenn du das machst, Ringelsocken. Ringelsocken müssen dabei sein. Also Beine brauche ich. Ich brauche irgendeine Arme. Am besten natürlich, also ich persönlich. Wenn ich schon solche Forderungen stelle, dann richtig, mag das gerne, wenn das halt solche gezeichneten Sachen sind. Wobei jetzt, nicht, also die Tierköpfe ja auch echt cool sind, weil die halt nicht ganz so wie, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, wie so ein Foto aussahen, dass ich das nur aus einer Zeitschrift ausgeschnitten habe und da raufgeklebt habe. Ja, Arme, paar Hüte. Hüte braucht man. Sachen, die die Leute zum Beispiel auch in den Händen halten können. Solche Geschichten. Und Köpfe. Das klingt immer so psychopathisch. Köpfe braucht man. Oder auch so sowas. Also, was mir vorschwebt, du weißt, ich finde die Tierköpfe richtig der Hammer. Aber ich hätte da gerne noch Raben, Wölfe zum Beispiel oder auch irgendwie einen Rehkopf, so für weihnachtliche Karten, Hasen, vielleicht auch noch ein paar, sag ich mal, Frauenköpfe oder so. Solche Geschichten oder also Sachen, wo man dann sagt, ich kann das ganz gut aufschneiden. Finde ich ja auch mal wichtig. Und dass man sagt, ich habe hier verschiedene Sachen, wo ich richtig puzzeln kann, die ich kombinieren kann. Oder auch Schuhe. Schuhe oder also ich kann dir da auch gerne so eine Liste mit Forderungen. Ideen, die mir im Kopf rumschwirren, was ich da gerne hätte, zusammenstellen. Also, es war wirklich so, ich habe gedacht, so, oh, das wäre so toll, wenn ich von dir sowas hätte, so ein Collage-Set.
dass ich dann auch halt wie bei dem Projekt, dass ich sage so, hey, ich nehme jetzt halt wirklich die Sachen. Und ich hatte da auch noch eine zweite Idee. Ich weiß ja, ich habe ja Flausen im Kopf. So, und ich habe da noch einen zweiten Gedanken gehabt. Und zwar, ich finde das immer spannend, wenn man irgendwie so ein Projekt hat, wo die Leute das gleiche Material benutzen. Ich habe da schon bei der einen oder anderen Geschichte schon mal mitgemacht und habe gedacht, warum machen wir, solltest du sagen, dich bereits erklären, dass du so ein Set machst. Habe ich überlegt, ich würde sonst ganz gerne eine Tauschaktion ins Leben rufen. Ich habe auch im Chat gestern irgendwie so rausgelesen, dass einige Leute dabei waren, die gesagt haben, hey, das wäre eine tolle Idee, mal irgendwas zu tauschen. Und es gibt ja auch diesen Punkt, der mich wurmt. Also ich habe gerne an der Aktion mitgemacht, war auch klar, dass die Signatur an den Gewinner wandert. Aber ich finde es ein bisschen schade, nicht irgendwie so einen Teil von den anderen zu haben. Und deswegen würde ich sonst, wenn du das machst, ganz gerne eine Tauschaktion machen. Also normalerweise würde ich ja sagen, dass ATCs Karten tauschen, dass man halt sagt, wir nehmen dein Set. Es werden Karten gemacht, es werden ATCs gemacht. Und man tauscht, indem man halt zum Beispiel sagt, ich würde das dann halt übernehmen. Ihr schickt mir das zu, legt mir einen Rückumschlag zu. Was weiß ich, ihr macht 5 oder 9 ATCs-Karten oder sowas. Und ich tausche das durch, schicke das zurück. Jetzt ist es ja aber so, wir sprechen ja über Junk Journal. Und die Idee finde ich auch total spannend, ob man das irgendwie hinkriegt. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Vielleicht hinterlasst mir ja auch dazu einen Kommentar. Ich würde sonst auch mal die anderen fragen, die sich da ein bisschen auskennen, ob man das irgendwie hinkriegt, dass wir das dann sagt, man macht das in Form von einem Junk Journal Seitentausch. Oder man macht alles drei. Mal gucken. Aber erstmal müsste ja Luise sagen, ich mach das. Dann müsste ich noch mal ein bisschen über die technische Sache nachdenken. Aber ich glaube, das wäre eine coole Geschichte, dass man das halt noch mal irgendwie Junk Journal Gruppe Deutsch halt guckt, dass man da so einen größeren Tausch anleiert. Und ja, ich mache öfters Tauschgeschichten, nicht in so einem großen Umfang, aber würde ich sonst halt auch machen. Hätte ich auch richtig Bock drauf. Und wichtig wäre mir aber auch, dass auch die Anfänger, also die Anfänger, sagen, ich mache mit. Und das wirklich, es darf jeder mitmachen. Voraussetzung wäre halt, wir können das ja noch mal genau eruieren. Wäre wirklich Collage-Figürchen müssen mit drauf sein. Aber gucken wir mal, ob Luise mir jetzt da, was Luise dazu sagt, ob sie sagt, eine tolle Idee, oder ob sie sagt so, ach, die spinnt doch, das so ein Gelumpe mache ich hier nicht. Gucken wir mal. Es gibt noch eine Sache, die mir dann im Kopf rumschwirrt. Also zumindest eine Sache, die ich euch noch erzählen wollte in diesem V-Log. Und zwar, ich habe ja auch Feedback bekommen wegen den Sprüchen, dass ihr die so toll findet. Das sind ja alles Stempel. Und also ich bezeichne mich ja auch als Stempler. Das heißt, ich sammle auch Stempel. Ich benutze sie auch. Und dann sammle ich halt auch Texte. Aber ich muss auch sagen, Stempeln ist ein teures Hobby. Und ja, so ein Textstempel kann auch mal 6 € oder so kosten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand möchte jetzt ein Junk Journal machen, möchte da mehrere Texte, das geht dann richtig ins Geld. Und natürlich, das wird sich nicht jeder leisten können.
Gibt natürlich die Möglichkeit, das mache ich auch teilweise, wenn ich einen bestimmten Text halt brauche und den habe ich nicht. Habe ich jetzt die Tage auch wieder gemacht. Für ETCs brauchte ich das. Dann schreibe ich das im Word. Das sieht natürlich aber nicht so schick aus, wie jetzt, sage ich mal, zum Beispiel dieser Stempel. Da ist natürlich jetzt hier noch eine andere Schriftart und eine schöne Schriftart und so weiter drin. Und das heißt, ich habe jetzt schon mal angefangen, ein paar Sprüche zu sammeln. da ist sogar ein Spruch dabei von mir. Der fiel mir irgendwie fiel mir das ein. Und ich werde mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich bin ja wirklich ein Technikdau, also dümmster anzunehmender User. Also ich Technik beschäftige ich mich nur mit dem Nötigsten, was sein muss. Es ist nicht mein Ding. Ich hätte auch gerne wie Tim Holz, so Mario, der sich um die ganzen Techniksachen kümmert. Und ich sitze da nur, mache das Kreative, nehme die Videos auf und muss mich nicht um die Technik kümmern. Also, das heißt, ich werde mal zusehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, da ich jetzt verschiedene Projekte gerade da laufen habe, Videos fertig machen will, noch Sachen machen, wie ich das schaffe, dass ich halt sonst mal ein, zwei Blatt entwerfe oder wie, also zusammenzustellen mit Texten, die ich euch dann natürlich auch zur Verfügung stelle. Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, zumindest würde ich das toll finden, wenn das funktioniert. Seid aber nicht böse, wenn es nicht funktioniert. In dem Fall würde ich vielleicht, war ich am Überlegen, ob ich vielleicht noch mal, ich weiß gar nicht, ob euch das interessiert, auch zum Beispiel kurz erkläre, wie ich texte, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text für ein Projekt brauche, wie ich das suche. Und ich sag mal, in einfachen Schriftarten kann man das ja auch wirklich selber in Word schreiben, man druckt sich das aus. Ja. So, jetzt habe ich ganz lange vor der Kamera gesessen, ein bisschen ungewohnt für mich, auch so ein Vlog zu machen. Ich hoffe, ihr fandet das Video trotzdem interessant, so ein bisschen, was in Zukunft kommt, was ich plane. Und natürlich, nächstes Mal wird es wieder kreativ. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder.